Willkommen zurück zu Pokémon XD. Jupp, hier stehen wir immer noch vor diesem Gorilla. Der meint uns mal eben kurz ein bisschen ärgern zu müssen. Mit seinen beiden Krypto-Pokémon. Und ja, die Frage ist ja jetzt gewesen. Fangen wir sie ein oder hauen wir sie kaputt? Weil es sieht gut aus. Hades und Voltes und die letzten beiden Pokémon vorne. Ich würde mal sagen... Was sage ich denn? Keine Ahnung. Ich würde mal versuchen... Ich werde auf jeden Fall versuchen, Pantimos eben einzufangen. Weil es ja doch schon ein bisschen kaputt ist. Und ich mache mal eine Bissattacke auf Quappo, damit es noch ein bisschen geschwächt wird. Sollte nicht viel abziehen, weil Quappo ja ein Kampf-Pokémon ist. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass Pantimos in den Ball reingeht. Wenn es so nett ist und es tun würde. Das ist schon mal sehr schön. Aber schon mal ein Problem weniger. Ich weiß gar nicht, warum ich mir eigentlich mal Sorgen mache. Meine Pokémon haben es drauf und die Krypto-Pokémon hier gehen ja mit Leichtigkeit in die Bälle. Was ich eigentlich anders kenne. Auch wenn ich Privatspiele dieses Spiel, die Pokémon, die Krypto-Pokémon, die wollen eigentlich nie in die Bälle reingehen. Warum sie das immer tun? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt ein Let's Play mache und dann einfach mal so nett sind und dann da reingehen. Oder einfach nur Glück. Und jetzt kommt bestimmt dieser tolle Vorführeffekt und Quappo geht gleich wieder aus dem Pokéball raus, weil Quappo einfach doof ist und sich weiter schikanieren lassen will. Man muss den Pokémon einfach nur mal eben vom Kopf hauen, wie blöd sie eigentlich sind. Schon gehen sie in den Ball. Und so ist der Olaf besiegt. Ah, wir sind verloren! Da mache ich auch gleich jetzt meine Rückwärtsrolle. Und jetzt springst du in das Lava-Becken. Los! Los! Ah, das war meine letzte Chance! Und Meisterferien, du hast keine Gnade! Warum verliere ich immer wieder gegen ein Kind wie dich? Wenn sich doch bloß der Boden auftäte, um mich verschlingen zu wollen. Tun. Ich sag doch, spring doch einfach ins Lava-Becken. Da! Danke, nein, hab jetzt keine Zeit für dich, Jurob. Muss jetzt Pokémon heilen und die Welt retten. Ja, das liebe Krypto-Orbis. Noch nerviger manchmal als die Queen. Weil die Queen ja immer noch schöne Pokémon für uns hat. Wow, alle meine Pokémon sind wieder drauf. Das ist doch mal schön. Und damit können wir jetzt endlich diesen Fahrstuhl benutzen. Bitte sag mir, dass ich den Fahrstuhl benutzen kann. Ja, ich kann den Fahrstuhl benutzen. Uah! Wenn der liebe Herr Ferinus uns schon nicht unseren normalen Eingang hier dahin lassen würde, nehmen wir halt den Seiteneingang und dann steht hier ein Typi rum. Und ich habe mich versteckt. Ja. Du willst einfach nicht aufhören, uns auf die Nerven zu gehen, nicht wahr? Ich schaue mich nur um. Ihr seid doch immer die Leute, die so künstlich aufkriegen, nur weil ich hier rumlaufe. Ignoriert mich doch einfach. Dann ist das alles nicht so schlimm. Aber das könnt ihr ja nicht, weil ihr böse seid. Dann seht ihr alles als Bedrohung. Alles, was euch vor die Nase läuft. So. Hätten wir das auch geklärt. Das ist nicht so schlimm, weil es ist eh nicht effektiv. Na, das hat auch nicht sehr viel gebracht. Das schon eher mehr. Ja, Eis und Licht kaputt. Eis plus Unlicht durch Kampf gleich kaputt. Boah, das ist eine Gleichung, ey. Geil. Macht er mich nach? Bis auf Erfahrung. Macht er mich nach? Finde ich nicht witzig. Bam, bam, bam. Was machen wir denn jetzt damit? Ich weiß nicht. Ich mach mal hinüber auf dem Fahrhaus. Und. Blizzard. Was sonst? Na! Ich habe eigentlich gehofft, dass es diesmal nicht paralysiert wird. Aber nein, man darf den Fahrhaus dann nicht mal mit der Fingerspitze anpassen. Schon ist man paralysiert. Und mein Fernando hält ein bisschen mehr aus als deins.
muss nur das richtige Pokémon treffen. Yay! Das ist doch Vamos! Na, so hatte ich es geplant. Aber schade, Vamos nicht getroffen. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil ich noch eine wunderschöne Tempo-Hieb habe. Erstmal reicht Level Froster. No, no. Ich sollte es lassen, das zu erwähnen. Wenn irgendein Pokémon ein Level erreicht. Entweder. Ah. Guck mal, Donphan. Das ist nicht toll. Oh Mann, ey. Kaputt. Hey, komm. Ein bisschen. Ein Diktri. Ein Knubbelnase und natürlich ist es ein Krypto-Pokémon. Ich habe gerade Blizzard eingesetzt. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass Diktri das überlebt. Komm, mit Donphan das überlegen. Überlebt Diktri das auch. Ja. ich habe wieder eine schöne Eisstatue kreiert. Wow. Meine künstlerische Ader ist wieder hervorgekommen. Es ist nicht schön, voller Ästhetik und wie es glitzert. Es ist nicht wunderschön, dieses Diktri. Ah, Tempo-Hieb, Diktri, einfach. Ja, wenn ich schon mal eine Eisstatue gemacht habe, dann würde ich die auch haben, ne? Schade, dass es nicht immer so bleibt. Wäre ja auch ein bisschen gemein. Nur ein bisschen. So, Diktri. Bleibe drin. Du kannst dich eh nicht bewegen. Du bist eingefroren. Normal dürfte es gar nicht rauskommen. Na, geht doch. Und dann waren auch kaputt. Wow. Mascherreich Level 46. Und ich habe jetzt ganz besonders aufgepasst, dass ich nicht wieder mich verhaspel. Plop. Kaputt. Der Rob. Ah, das Tarnen darf nicht wahr sein. Doch. An. Und ist es auch. Und er ist verschwunden. Einfach so. So, muss ich ein paar Spuren, dann gehen wir rein. Bitte fahren. So, Seitenangang. Wieso baut ihr auch sowas ein, wenn ihr mich loswerden wollt? Ey, dann müsst ihr euch schon was anderes einfallen lassen. Ich könnte auch die ganze Bude in die Luft jagen. Es ist da voll überrascht gleich. Oh Gott! Rufus. Ja. Meister! Ich konnte dieses Kind all unsere Verteidigungslinien durchbrechen. Was hat das zu bedeuten? Das ist der Vater von Calvin, ich weiß auch nicht. Auf die anderen ist kein Verlass. Ich übergebe dir die Verantwortung, dich um dieses Kind zu kümmern. Und da schwebt er davon. Du hast es endlich geschafft. Meister Venus ist außer sich vor Wut. Ja, habe ich gemerkt, er ist voll getobt und so, ey. Und diese Rauchwolke über dem Kopf. Wahnsinn. Ich dachte mir schon, dass wir uns eines Tages im Kampf gegenüberstehen. Doch ich hatte gehofft, wir würden uns unter anderen Umständen wieder begegnen. Unser Kampf wird unbefriedigend und ohne Bedeutung sein. Dies wissend, wird's mich trotzdem fordern. Ja, klar, du stehst mir im Weg, ich will hier vorbei. Fein, ich verstehe. Doch erwarte keine Gnade. Das ist meine Philosophie. Tolle Philosophie. Wieso musst du einen Ninjas haben? Ich hasse Ninjas. Wieso musst du einen Voltennis haben? Das ist zu stark. Das mag ich nicht. So. Guck mal, Voltos. Schön. Klasse. Krypto-Pokémon. Du willst mich umbringen, oder? Ich weiß genau, du willst mich umbringen. Willst du mich umbringen? Ey, Alter, willst du mich umbringen oder was? Nein. Nein. Autsch. Ich glaube, der will mich umbringen. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass der mich umbringen möchte. Ich weiß nicht, woher ich das weiß, aber ist so. Auch Voltensu tut uns wieder Arbeit ersparen, das ist schön. Aber es tut trotzdem weh.
verbietet immer wunderschön seine KP. Jo. Auge juckt. Zu scharfe Bilder. Dich brutzeln wir weg. Dich darf ich eigentlich gar nicht angreifen, Voltos. Dann mache ich das auf den Jask. Jask. Oh nein, ist jetzt eine mächtige Silberhauch ein. Ich hab doch Heuschnupfen. Die Attacke ist ja schon toll, ne? Aber auch nervig. Er spart uns Arbeit, aber macht uns halb tot. Find ich nicht in Ordnung. Brutzel wenigstens weg. Wo ist denn Jask? Ja, es ist weg. Es ist weg. Habt ihr es gesehen? Es ist weg. Wahnsinn. Was Hades alles kann. Wow. Wieso hat er einen Brutalander? Für Brutalander toll. Aber warum? Warum muss es so ein Krypto sein? Ah! Ups! Konnte ich wissen, dass der da ein Brutalan entstellt? Ah, la 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 la. Ich hab nix getan. Nein, 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 es hat auch noch Nibeldra. Bist du denn bescheuert? Hättest du das nicht raussenden können vorher? Wäre das nicht so schlimm gewesen? Und ich fange jetzt dein Voltrin so ein. Bam, bam, bam. Unsicherheit überspielen. La la la. Bleib in dem Pokéball. Voltenso, ich sage dir, bleib in dem Pokéball. Das ist besser für dich. Bleib da drinne. Super. Pokémon glauben auch alles, was man ihnen erzählt. Schnogger. Lass mich raten, es ist ein Krypto-Pokémon. Ja, super. Ich freue mich auf den Kampf gegen Ferenos. Dazu später mehr. Und das Liebhälter haut einfach mal mein Hades kaputt. Bist du denn voll irre? Das kannst du nicht machen. Miep. Miep. Ja, Walter geht es auch noch mal irgendwann mal dran. Nach 3000 Mal irgendwas umkippen und so. Ach, ein Lapras hast du auch noch. Ah, super. Es fliegt. Lapras kann fliegen. Warum fliegt das? Es kann doch auch auf dem Boden sitzen. Mein Gott. Fliegen ist Lapras. Sind doch alle irre. Pow! Nochmal Pow! Verklare! Pow! Platsch! So, und jetzt keine so großen Krypto-Attacken. Genau, das ist noch okay. Das lasse ich noch mit mir machen. Ja, können wir das Krypto-Retour. Bin ich auch noch so halbwegs in Ordnung? Halbwegs? Ja, halbwegs. Autsch. Böses Knocker. Böses, böses Knocker. Ja, jetzt habe ich dann noch zwei Pokémon hier vorne stehen. Jetzt ist wieder die Frage, fangen sie ein oder haue ich sie kaputt? Knocker werde ich gleich versuchen einzufangen. Das mache ich so. Und Lapras ist ein nerviges Pokémon. Wenn es dein Gegner ist. Ich werde nochmal Psychokinese einsetzen. Und Knogger werde ich einfangen. Ja, bestimme ich jetzt. Knogger wird jetzt eingefangen. Aber sowas von. Geht jetzt voll konkret in den Pokéball. Kann ich hin. Ich kann nicht hinsehen. Das ist so schrecklich.
Bleib drin. Bitte, Knogger. Bitte, 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 bitte. Danke, 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 sein, dass bitte keine selbstzerstörerischen Krypto-Attacken einsetzt. Bei uns halt kaputt haut. Das halte ich noch ein paar Mal aus. Zweimal? Also einmal auf jeden Fall. Gut, ich halte es nur noch einmal aus, weil ja noch diese blöde Krypto-Wetter ist. Beim nächsten Mal bin ich kaputt. So. Warte, 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 warte. Puls kann nämlich Gesang. So. Voltus kann das nicht, deswegen muss Prinz das machen. Leuchtet ein. So, liebes Lapras, du gehst jetzt auch in diesen wunderschönen Pokéball. Hast ein Bettchen drin und eine Heizung und Lampe. Man kann die Pokémon alles erzählen. Das war ja einfach. Wir haben verloren. Aber komplett. Ich bin so niedergeschlagen, dass ich den Fußboden angucken muss. Ja, was denn so? Knocker? Da passt. Butalanda ist geflüchtet. Nein, Butalanda ist tot umgeköpft, weil... Aurora-Strahl. Kaputt. Es ist einfach so umgefallen. Du bist stark. Viel stärker, als ich erwartet hatte. Wenn du uns immer noch aufhalten möchtest, dann mach weiter so. Doch Meister Phrenos hat unvorstellbar große Kraft. Ich fürchte, du wirst den Mann nicht schlagen können. Er macht uns die Scheibe wieder auf. Das ist sehr dick von dir. Super. Da hinten sitzt noch ein Wissenschaftler, den wir jetzt einfach mal gekonnt ignorieren, weil wenn ich ihn anquatsche, will er mit uns kämpfen. Und da bin ich überhaupt nicht für. Ich heile jetzt meine Pokémon, hole ich mir das Item, was da hinten liegt. Und dann... Wir sehen, was passiert. Gib mir das Item. Ich möchte das Item haben. Da hinten. So. Dann schauen wir uns diese tolles, was auch immer das ist. Ich glaube, die testen ihre Krypto-Pokémon. Das sieht ja ganz stark danach aussehen. Ne? Das ist brutal. Brutal, sag ich euch. Brutal. Und guckt euch diese Statistik an und die Daten, die gesammelt werden. Das ist alles... Das macht mich traurig. Allein, weil die immer das Gleiche machen. Der kriegt die Attacke ab. Und dann kriegt der einen Flammenwurf ab. Oder einen Feuersturm. Feuersturm kriegt der ab. Der Feuersturm, der kaputt. Puff. Arme Pokémon, ihr kippt nicht mal um. So, gibt es sonst noch was zu holen? Nein, hier gibt es, glaube ich, irgendwo nur... Da geht's weiter. So. Ja. Und dann ist da der Fahrstuhl und da wird wahrscheinlich der Meister Phrenos reingegangen sein. Aber bevor wir da weitergehen, mache ich hier jetzt wieder einen Schnitt und sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Pokémon XD. Bis dann!